Jetzt Ziel. überhole ich dich auf jeden Fall. Oder auch nicht. Ich hab's nicht. Da bist du zu weit raus. Wie war denn das mit der Anzeige, Crunch Cody, die du da hast? Entschuldigung. Wenn ich im Boxenmonitor bin, welche Anzeige? Nee, du hast, mir wird gerade deine ganzen Umdrehungen angezeigt, dein Gang, dein Tempo und so weiter und so fort. Nach unten, also dieses Steuerkreuz nach unten. Okay, dann werde ich das gleich mal ausprobieren. Ach ja, da konnte man auch ich den. Ich finde das aber eher hinderlich, aber... Oh, jetzt kann ich es, also so kann ich es aus... Ah, jetzt habe ich wieder die aktuelle Übersicht, wie ich sie haben will. Das ist doch cool. Ah, ich wollte das mal übrigens jetzt nicht, da ist eine KI hinter dir. Ja, ja. Xyra schreibt gerade von wegen, das glaubt sie sofort. Ja, aber sie ist ja eigentlich immer diejenige, die mich mobbt, also... Na, wer schiebt mich denn da an der KI? Ja, schiebt euch mal ruhig hinter mir. Warum geht... Thema. Warum kann ich meine Antwort? Ich habe auf dich aufgepasst. Du musst linkes Steuerkreuz drücken, ne? Ja. Ich lass dich durch, ich schieb dich nicht. So, jetzt. Jetzt komme ich wieder von der rechten Seite. Oh, da bin ich dann gleich futsch. Nee, bist durch. Also du bist locker jetzt vor mir. Ganz locker. Aber was ist denn das für eine nicht mehr, glaube ich. Strecke, sag mal. Oh, noch gekriegt. Oh, schön verbremst. So, nun wollen wir uns mal ein bisschen anstrengen hier. Gib alles. Schluss mit lustig. Genau. Wenn sie mal was ernst zu sagen hat, die Xyra, kann sie auch gerne in meinen Stream kommen und es mir sagen. Also ich erreiche ein Spitzentempo von 165 und dann ist vorbei. Also so richtig vorbei. Dann so. Platzt mir fast die Motorhaube, ey. Klopf, klopf, hallo Motorhaube. Boah, Reifen wird warm, ey. Mit Temperaturen weiß ich ehrlich noch gar nicht. Also ich muss ehrlich sagen, also Temperaturen sind bei mir eigentlich relativ gut. Nur halt, ich rutsche trotzdem wie Holle. Ich bin 7. von 24. Yay. Das hält aber auch nur so 8. von 24. 9. Was hast du Scheiß machen? Damit musst du jetzt durchhalten bis zum bitteren Ende. Bis zum bitteren Ende, ja. Also muss ich ja, kann ja nichts anderes machen. Das Schöne ist, wenn ich hinten bin, behindere ich euch ja nicht mal. Weil der Wagen, der ist ja... Ja, ist halt nur überhunden, nicht, ne? Das wäre scheiße. Aber das könnte ich noch nicht mal abwiegen. Also, falls ihr mal seht, wie schnell ihr unterwegs seid, was eure Spitzengeschwindigkeit mit dem Wagen ist, wäre das lustig. 195, 200. Geil, super, gleich mal 30 km schneller als ich kann, ey. Aber ich hab meine. Oh, meine Runde auch verkackt. Shit. Boah, ey, diese KI, ey. Die sticht rein, rammt dich beiseite, komm mal was wolle. Also, aber nicht immer. So, ich bin jetzt auf der Zielgeraden, jetzt kann ich dir gleich sagen, wie viel ich Spitze fahre. Also, ich bin aktuell bei 180, 90. Ja, ist okay, ihr fahrt durchschnittlich also 200 km/h. Ja, gut. Ich fahr 165 Spitze. Was hast du denn für eine scheiß Karre ausgesucht? Ja, ich weiß noch nicht mal, warum der dann in der Liste mit drin ist. Weil ich dachte mir, wäre halt lustig. Ja, sehr lustig. Ja, an sich, der hat in den Kurven enorme Vorteile, aber du musst mit dem Heck halt umgehen können. Ist ja gut, aber... Ja, damit wirst du es wahrscheinlich wieder gut machen können, mit in den Kurven, was die anderen Fahrzeuge nicht können. Wenn man es kann. Weil die haben 30 km/h schneller, die ziehen mir jetzt in den Geraden, und das sind hier ja ein paar, die nehmen mir echt weg. Nein, scheiße, ich habe gepennt. Ah, ab in die Box, das kommt jetzt bestimmt, oder? Ja, ab in die Box, wer jetzt erwartet. Oh, mal bei Bad vorbeifahren, mal winken aus dem Auto. Ich wink auch mal, hey. Also Xyra sagt, sie mobbt nur irgendwas. Irgendwas hat sie da geschrieben. Keine Ahnung. Ich kann jetzt gerade nicht lesen. Ich muss Auto fahren. Sie mobbt nur, wenn es berechtigt ist, bestimmt. Ja, am Arsch.
Du Hase, da müssen wir uns aber mal unterhalten, glaube ich. Ja, das machen wir auch. Ein ernstes Wörtchen. Ein ernstes Wörtchen miteinander reden, ja. Wenn du so weit anmachst, muss ich dem Bett sagen, dass er dich böse auf den Popo versohlen muss, weil du so böse bist. Wer drückt denn hier? Weil der hat gerade andere Probleme. Hackbart! Du olle Hund! Nee, ich bin auf der Zielgeraden. Ja, ist klar. Du hast mich gerade rausgedrückt. Boah. Was? Nein! Und weil ich dich einholen will, muss ich jetzt bestimmt schon wieder in die Box. Ich bin gerade über die Ziellinie gefahren. Leck mich doch am Arsch! Ich muss schon wieder in die Box. Du bist gerade tierisch laut. Ich bin laut? Nein. Ja, du warst gerade extrem laut. Ich bin gerade über die Zielgerade gefahren. Ich hab kilometerweit vor mir kein Fahrzeug. Ach. Immer bin ich schuld. Also komisch, also wenn ihr in diesem Moment in meine Aufnahme guckt und dann 20 Sekunden zurückspult, dann seht ihr, dass Hackbart nicht geschnitten hat. Auf keinen Fall. Ich habe kein Auto hier vor mir. Das kannst du dir in der Aufnahme nochmal angucken. Genau. Lass es doch einfach den Rennleiter entscheiden, wer hier was gemacht also ab hat. Jetzt, also ab diesem Moment Hate on auf Hackbart. Ja. Hashtag Hate on Hackbart. Genau. Wir hassen Hackbart. Wenn es nach mir ginge, ne, wenn es nach dem Rennleiter ginge, dass er in dem Falle ich bin, dann würden wir das abbrechen und ich würde mir eine ordentliche Karre suchen. Nein. Du musst, Alter, wie lang geht denn hier bitte das Qualifying? 10 Minuten. Wie ist okay. Training auch? Mir kommt das jetzt hier mit der Karre so langsam vor. Ja, ich fahre in die jetzt. Box, hat keinen Spaß mehr hier. So, jetzt konnte ich das auch mal ordentlich lesen. Also sie schreibt, ich mobbe nur nach Vorlage. Ja, Vorlage. So, wo haben wir dich denn? Im Bett in Trouble, der ist 18. Nee, jetzt ist er 19. Nicht letzter. Guck mal, aber das bin ich nicht, den du jetzt da vor dir hast, ne? Wollte ich nur sagen. Nö, genau zu sein bist du hinter mir. Nee, hier, ich meinte gerade Hackbart, weil der den Ketterhemd vor sich hatte. Das war nicht ich. Sehr phänomenal alles. So, die Zeiten werden hier aber auch komischerweise irgendwie nicht besser, ey. Echt. Du fährst schon am Limit, oder was? Ja. Du bist 15, ne? Ja, ich weiß. Bonaccio ist 10. aktuell und hat sich gerade mal schön geschnitten. Wer hat sich schön geschnitten? Du! Ich hab mich nicht geschnitten. Ja. Nee, Curbs gehören zur Rennstrecke. So, wer ist denn vorne? Viktor Puigcerva, ja, alles klar. Viktor, hä? Hey. Bis wann wolltest du eigentlich senden? 19 Uhr. Okay. Ist noch ein bisschen. Ja, nee, ich frag nur so rein. Jetzt was sagt denn die TikTok überhaupt hier? Es ist 17:35. Halb acht. Halb acht? Halb acht? Quatsch, halb. Halb sechs, Mann! Come on! Einfach mal um 2 Stunden. Timmy! Zehnter, was? Ey, das kann ich gar nicht glauben. Ich bin echt immer noch vor Crunch Cow. Krass. Ja. Naja, als Neunter, das geht um ja noch. Um ehrlich zu sein, mit der Karre vor dem Ketterhemd gerade so, ist schon traurig. Weil ich habe ja auch über eine Sekunde Rückstand. Das ist auch nicht gerade mal so schön. 1,7. BMW. Ist die Kiste denn so kacke, die du fährst? Oder? Ja. Die sind beide Ketterhemds sind hinten. Ich krieg 165 Spitze, ihr knapp 200. Nö. Green. Go. Oh, Leute. Was war denn das? Alter. Muss doch mal losfahren. Alter! Hör doch mal auf damit! Ihr habt mich gedreht, jetzt bin ich ganz, ganz letzter. Toll. Ja, wir überrunden dich gleich. Hast du den goldenen Wagen gehabt? Bett? Was? Hast du so einen ich, goldenen? Ich? Ja, nee. Du bist den gerade eben voll hinten reingefahren. Kann das sein? Ja, das bin ich. Aber mein Wagen ist nicht golden. Aber mein Wagen ist auch golden. Hallo? Wer fährt denn hier so einen hässlichen Focus RS? Ungefähr 2/3 des Feldes. So, Avo, gib mal ein bisschen Stoff da, ich komme. Das war ich nicht, das ist eine A-Klasse. Ja, sie schon rechtfertigt. Ne? Ja. Sonst krieg ich ja immer Ärger hier. Jetzt bin ich hinter dir. Jetzt werde ich auch noch rausgeschoben vom Gegner.
Ja, in 7 Runden mit dem Ding hier? Nein, jetzt dreht er sich, oder was? Was ist denn los hier? Ja, fahr mir auch noch rein hier. Oh, wer war das? Du musst dir irgendwie mal echt angewöhnen, nicht so rumzuschreien, wenn du am Auto bist. Ich schrei doch gar nicht! Was macht denn doch, da du bist locker mal dreimal so laut. Krieg auch noch eine Strafe, ich werde gleich weich. Also die beiden Ketterhems sind hinten und hinter uns kommt Bad. Jetzt rammt er mich gleich vor lauter Frust. Geh weg! Geh weg! Okay, ich lass dich vorbei hier. Nur ja, immerhin bin ich auf Position 5 schon mal. Oh, Kacke. Ja. Dreckige geschnitten Tempostrafe. Ja, und jetzt erklär dir mal woher. Weil ich habe mich verbremst, ganz leicht. Boah, und mit der Karre wieder auf Touren zu kommen, ne? Ist ja auch extrem einfach, ja. Ja, für so eine Rennen brauchen wir dann eine Tabelle. Wo wir an unsere Meisterschaft austragen. Ja. Ich komme aber auch nicht mehr an dich ran, Arvo. Dann bin ich aber ruhig. Keine Chance. Ist noch jemand der Meinung, mich überholen zu müssen? Vielleicht muss ich mich doch mal irgendwann mit dem Fahrwerk auseinandersetzen. Mhm. Ja, ich habe mir vorne gerade ein bisschen weniger Luftdruck drauf gemacht, habe die Bremsbalance ein bisschen nach hinten gezogen und habe mir harte Reifen drauf gesetzt, speziell halt, weil das Wetter klar ist. Und das hat schon ordentlich was gebracht. Also ich komme das Heck wesentlich besser mit. Ich muss mich echt mal damit auseinandersetzen, glaube ich. Gerade, wo du eben sagtest, dass ich da so schneide, da ist dann wirklich, dass ich vorher das Heck einmal rumschleuer und quasi mitnehme. Und das hilft mir dann ordentlich schnell durchzukommen. Oh, Position 4 aktuell. Na, nö. Nee. Jetzt bin ich wieder 20. Oh, der BMW, der ist aber Spitzengeschwindigkeit ordentlich weg. Jetzt hier um eine Zeitstrafe, was soll denn das? Oh, verbremst. Alter Schwede. Schön ins Kiesbett rein. Ah, ich glaube, bei dem scheiß BMW musst du aber echt aufpassen, dass du nicht mit dem Arsch wegrutschst. Das ist halt BMW, ne? Heckantrieb. Das hat der Kollege hier von der KI eben auch schon gemerkt, dass das schwierig werden kann. Oh, es wird schon wieder dunkel. Wer ist denn wieder eigentlich gerade hinten ins Heck gefahren? Ah, keiner will es gewesen sein, ist klar. Also ich weiß nicht, ich bin weit ab. Sagt er. Komm, den Ketterhelm möchte ich wenigstens. Ich weiß nicht, ich kann ja jetzt nicht für den letzten sprechen, aber. Das ist ein ungewohntes Gefühl für dich, nicht letzter zu sein, oder? Deswegen bin ich auch gerade so nervös. Nein, jetzt! Siehst du, nein, Bildschirm weg! Alles weg! Aber er hat, was ist denn jetzt los? Ich glaube, er hat einen Gegner überholt. Das Nein und nee, das Nein ist immer. Oh, Scheiße, wieso kann ich jetzt keinen Gas mehr geben? Was ist denn hier los hier? Leute! Gelbe Flagge. Oh nein, jetzt sag mir nicht, ich bin jetzt auf den letzten gerutscht. Nein, sie haben mich alle überholt. Ich werd weich, Alter. Also, das ist jetzt nicht euer Ernst. Oh, nun war ich mal vor den anderen gewesen und was ist? Mein Bild ist weg. Ja, ja, jetzt wieder auf die Unzulänglichkeit. Nein, das war wirklich so. Ich würde ja gerne sagen, von wegen, guck auf meinen Stream denn, aber das bringt ja nichts, weil das würde er nicht übertragen. Ja, hallo. Felix Pollan, ey. Der Name sagt schon alles. Okay, also ein Focus RS mit der Standard-Werkstatteinstellung ist für einen Stiefel, ey.
Das ist so ziemlich jedes Auto. Au, 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 nein! Ah, noch gekriegt. Nicht drehen, nicht drehen, nicht drehen, nicht drehen! Komm, du hast mich angestupst, ich hab's gemerkt. Bei mir im Stream kann man ganz genau sehen, wie ich weglenke. Damit ich dich eben nicht anhaue. Ich hatte wenigstens die Hoffnung, den Caterham nach vorne zu kriegen, ne? Aber die hast du mir zerstört. Wir haben noch 4 Runden Zeit. Das ist ja richtig schön. Was haben wir? Noch 4 Runden. Mein Reifen wird zu heiß. 3. Ich hab keinen Platz gleich demnächst. Die Sonne ist manchmal ganz schön fies, wenn man direkt reinfährt. Regen wäre jetzt schön. Mhm. Allein um die Reifen zu kühlen. Nee, dann wären sie gar nicht so schön. Dann könnte man schön alle auf Regenreifen jetzt wechseln, wäre doch super. Ich fahr durch. Dann kann ich euch wenigstens vielleicht noch einholen. Ich sollte mir vielleicht mal angewöhnen, wie Xyra nur mit einer Hand zu fahren. Aber eigentlich ist das viel schöner, denn. Kühlen sich Reifen auch irgendwann mal wieder? Nö, ne? Ja, wenn du halt nicht so viel hin und her schlenkerst. Musst du tatsächlich drin arbeiten. Also kannst so fahren, dass die Reifen sich auch wieder abkühlen. Aber dann erstens langsamer und natürlich in den Kurven, nicht so in den Grenzbereich rein. Ja, das ist echt schwer bei dem Zugbus hier. Grenzbereich ja. Nicht zu erwischen. Ich höre es eigentlich in jeder Kurve nur quietschen. Das wird das. Da habe ich mehr Glück. Ich habe noch kein Quietschen gehört. So, meine 155 Topspeed wieder erreicht. Gib alles! Gebe ich. So, da liegt ein BMW auf der Lauer. Hey! Was denn? Arsch. Nee, das bist nicht du. Doch. Nee, das ist irgendwie ein roter BMW. Und tschüss. So, jetzt kriege ich dich. Was ein Rennen, ey. Ja, wir sollten bei den GT-Fahrzeugen bleiben. Nee, ich finde das ganz gut so. Du kannst dich mal an alles gewöhnen. Boah, der BMW zieht aber auch an, ne? Der BMW vom Anzug ist er gut, aber in den Kurven ist er total scheiße. Also ich habe definitiv viel zu viel Sprit mit. Das macht mich langsamer. Ja, ich habe auch noch 43 Liter. Ja. Der Sprit mit hat ja tatsächlich nichts geändert. Und sie hauen einfach mal alle vorne ab. Nein, BMW, du bleibst hinter mir. Stopp. Nein, jetzt komme ich. Nein, stopp. Toll. Wie ich diese Sendung liebe. So hohle Birnen teilweise dabei, echt. Der Junge hat mich nicht gesehen, aber er war schon neben ihn. Oh, was ist denn hier los? Ich werde links, rechts bedrängelt. Ja, Platz 3 habe ich mittlerweile. Der läuft. Ich halte und erkämpfe mir immer wieder den 9. hier. Ich habe mit dem BMW echt zu kämpfen, mit dem scheiß Heckantrieb. Also Heckantrieb ist echt nicht mein Ding. Ja, gut, eigentlich ist gar nichts. Eigentlich ist es gar nichts mein Ding, aber. Mit dem Heckantrieb ist schlimm. Nein, BMW, bleib hier! Also ich kann den ersten, zweiten, dritten gleich aufhalten. den dritten bitte nicht. Ihr kommt gerade auf die Ziellinie zu, ne? Mhm, gerade letzte Kurve gefahren. Ach doch, schon so weit. Ja, der Caterham, der andere Caterham ist dann auch direkt vor mir, also. Seid ihr schon in Runde 7 beim Ende, oder? Nee, wir sind gerade in die letzte reingefahren. Wir sind gerade in die letzte Runde reingefahren. Gerade die erste Kurve durch.
Alter, haut der mir hier hinten rein ins Fahrzeug. Oh, Abkürzung. Der will den nehmen, war der? Der will dich haben. Der will mich richtig haben. Oh. Wenn ich jetzt nicht nochmal Platz verliere hier. Schön, dass jetzt die Flutlichter angegangen sind. Das ist schon interessant, welche Detail halt hier auch dann drin steckt, ne? Ja. Ja. Dass die Flutlichter noch mal angehen irgendwo. Oh, scheiße, gepennt. Oh. Dass du Detailreichtum immer beim Autofahren einschläfst, ich verstehe das gar nicht. Detailreichtum war ja damals schon da, aber natürlich noch mit haufenweise Bugs versehen. Was die daraus gemacht haben in diesem Jahr, anderthalb Jahren, das ist ein Hammer. Ja, klar, logisch. Da ist ein Poller und den nehme ich natürlich mit. Crunch Cow, ich weiß nicht, wer ist das da? Nee. Irgendjemand anders ist da gerade hinter mir. Oh. Jetzt geht er. Jetzt muss ich in die Box. Das ist nicht euer Ernst, ne? Ich bin mal nicht Letzter. Ich habe deine Teile gesehen. Ach komm. Ja, wir fahren gerade auf Start und Ziel ein, also die Runde fahr einfach durch. Zu. Oh, jetzt werden irgendwie. Oh, jetzt kann ich schon wieder nicht gerade ausfahren. Jetzt ist bei mir aber auch Rennen beendet, obwohl bei mir noch nicht fertig ist die Runde, aber ich vermute mal, weil ich so weit hinten bin. Ja, jetzt überholen mich wieder alle. Ja, du kommst ja halt mit einer Runde Rückstand. Es ist traurig. Es zieht sich ja quasi wie ein roter Faden durch mein Leben. Weißt du, nun war ich ja echt mal nicht Letzter gewesen, ne? Und was passiert? Ich breche mir irgendwas. Während ich erinnere dich an die Worte vor dem Stream. Ja, wenn ich mir nicht ständig irgendwelche Achsen brechen würde oder Lenkungen, dann würde es auch klappen. Aber irgendwie. Ja, wenn das Wörtchen, wenn ich wäre, ne? Ja, echt mal. Oh, geht wieder gar nichts. So, ich glaube, wir sind alle im Ziel, oder? Nee. Bad ja, wir müssen warten, bis wirklich alles so. Warum wir sind alle im Ziel? Also, ich fahre nicht mehr. Bei mir hat die KI jetzt übernommen. Aber wahrscheinlich war Bats bevor ihr reingekommen seid, schon im Ziel. Muss die letzte Runde selber noch fahren. Ich kann bei mir zugucken. Also, ich bin der Meinung, das nächste Spiel, was wir machen sollten, ist Call of Duty. Oder GTA 5. Wäre bestimmt auch interessant. Ja, GTA 5 machen wir bestimmt auch nochmal. GTA 5 habe ich gar nicht. World of Warships habt ihr ja auch alle nicht ganz, oder? Ich hab's. Nee, das habe ich auch nicht. Und mit Warzone, da kann ich dir die. Okay, das habe ich tatsächlich auch. Ah. So, jetzt kommen sie in der Nacht alle hier reingetrudelt. Ja. Ja, schlimm ist nur, dass ich mein Lenkrad dreiviertel nach rechts halten muss, damit ich geradeaus fahre.